ich wünsche mir körperliche Nähe, aber eigentlich habe ich auch Angst davor und kann das gar nicht wirklich zulassen. Vielleicht fühlst du dich dadurch angesprochen. Wenn es dir so geht, dann geht es dir so wie vielen, vielen Menschen. Du bist damit nicht alleine. Denn es gibt wirklich einige Menschen, die keinen super guten Umgang mit körperlicher Nähe haben und auch nicht so genau wissen, wie sie diesen Umgang erlernen können. Und darum geht es heute in dieser Folge und ich freue mich sehr, dass du zuhörst, denn das bedeutet jetzt schon, dass du einfach was für dich tun möchtest und dass du dir wünschst, dass es dir besser geht und dass du glücklich sein darfst. Und das ist einfach großartig und es freut mich sehr für Hi, schön, dass du da bist. Ich bin Stella Schuldner und ich bin deine Expertin für Dating, Liebe und Beziehungen. Und du hörst den In Love Podcast. In diesem Podcast erkläre ich, warum so viele Menschen Schwierigkeiten mit ihrem Liebesleben haben. Und ich teile mein Wissen mit dir, damit du verstehst, wie du erfülltere und glücklichere Beziehungen mit dir selbst und mit anderen Menschen führen kannst. Let's get ready for love. Diese Folge ist inspiriert durch, wie so oft, meine Klientinnen. Es ist einfach ein Thema, das sehr, sehr häufig vorkommt. Häufig bei Menschen, die bindungsvermeidend sind, also die sich zwar einen Partner wünschen, aber eigentlich auch Angst vor Nähe haben, in jeglicher Hinsicht, also nicht nur körperlich, sondern auch emotional zum Beispiel. Und häufig gibt es eben auch dieses Thema mit körperlicher Nähe. Und das kommt natürlich auch nicht von ungefähr, sondern da gibt es ja wie so oft auch einen Grund dafür. Und da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen und natürlich auch eine Lösung anbieten, beziehungsweise dir sagen, wo der Anfang ist, was du machen kannst, um ein bisschen mehr Nähe in dein Leben zu integrieren. Und zwar ist es eigentlich so, dass wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir klein sind, wenn wir Kinder sind, dann haben wir ein ganz natürliches Bedürfnis nach Nähe. Wir sind darauf angewiesen, dass wir berührt werden. Wir sind darauf angewiesen, dass wir versorgt werden und dass wir Liebe spüren, auch in Form von körperlicher Nähe. Und tatsächlich ist es so, ich erinnere mich gerade an ein Experiment, das ist ein sehr berühmtes Experiment, das man definitiv kennenlernt, wenn man Psychologie studiert. Und zwar wurden da Kinder in Waisenheimen oder Kinderheimen, sehr, sehr kleine Kinder, nicht berührt. Das heißt, sie wurden nur grundversorgt mit Nahrung, mit Getränken, aber es gab keine körperliche Berührung. Und da hat man festgestellt, dass die Kinder sich nicht so fortschrittlich entwickeln. Also das besagt, dass körperliche Nähe ganz, ganz wichtig ist für uns als Kinder und dass es auch wachstumsfördernd ist und dass wir das brauchen. Ja. Und jetzt ist es einfach so, dass jeder Mensch was anderes erlebt hat. Eine andere Form oder Intensität von körperlicher Nähe erlebt hat. Und tatsächlich zeigt sich das natürlich dann auch später oder spiegelt sich das häufig dann später in unseren Beziehungen wieder. Es ist also so, dass wir als Kinder ein ganz, ganz, ganz natürliches Bedürfnis haben, dass wir berührt werden. Ja. Und wie so oft ist ganz, ganz wichtig und relevant, wie viel Berührung und körperliche Nähe wir von unseren Eltern erleben oder von denen, die uns großziehen,
sind ja nicht immer Mama und Papa, bei manchen sind es die Großeltern oder jemand anders. Bei den meisten Mama und Papa oder eine Mama oder ein Papa. Es ist so, dass viele Eltern selber nicht gelernt haben, wie man Kinder liebevoll erzieht. Und viele Eltern haben auch selber keine körperliche Nähe erfahren, als sie aufgewachsen sind. Ja, es gibt ja immer einen Grund, warum Menschen uns so behandeln, wie sie uns behandeln. Ich liebe dieses wundervolle Zitat, hurt people, hurt people. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Ich finde das einfach so, so treffend. Tatsächlich ist es so, dass häufig bei Klientinnen, mit denen ich arbeite, die ein Thema haben mit Berührung und körperlicher Nähe, das von zu Hause nicht gelernt haben, beziehungsweise es ihnen verweigert wurde. Das muss man sich mal vorstellen, wie traurig das eigentlich ist, wenn ich als Kind berührt, geliebt, in den Arm genommen werden möchte und meine Versorger, meine Eltern können mir das nicht geben. Ja? Oder ich merke einfach ganz schnell, dass ich da auf Ablehnung stoße, wenn ich das einfordere. Ja. Weil wir natürlich auf eine ganz normale, natürliche Art und Weise das einfordern. Wir wollen berührt werden. Ja. Wir fordern, indem wir berühren, wir fordern, indem wir Laute von uns geben und so weiter. Aber nicht alle Eltern erwidern das. Und es gibt auch Eltern oder Versorger, die ein Problem mit körperlicher Nähe haben, auch Kindern gegenüber. Und ganz, ganz häufig ist es auch so, dass ich Klientinnen betreue, wo die Eltern auch untereinander nicht liebevoll miteinander umgegangen sind und auch mit den Geschwistern zum Beispiel nicht liebevoll oder liebevoller umgegangen sind. Und das ist ganz essentiell. Viele Menschen, die später Probleme haben mit körperlicher Nähe, haben als Kind Ablehnung erfahren, wenn sie das Bedürfnis nach körperlicher Nähe eingefordert haben. Und deswegen gibt es oft Unsicherheiten. Und was wir natürlich machen, auch als Kinder, oft, wenn wir merken, da gibt es nichts zu holen, das ist generell so, nicht nur bei körperlicher Nähe, auch wenn es emotional nicht viel zu holen gibt oder einfach generell wenig von allen wichtigen Dingen, die wir brauchen, um uns geliebt zu fühlen, dann lernen wir damit klarzukommen. Ja, wir entwickeln Schutzmechanismen und Coping-Strategien, dass wir sozusagen uns nicht weiter damit verletzen, sondern wir nehmen das an, ja, oder entwickeln, wie gesagt, Strategien. In manchen Familien ist es zum Beispiel so, dass es ältere Geschwister gibt, die dann Fürsorge übernehmen und mich vielleicht in den Arm nehmen oder mich streicheln als Baby oder als Kind und ich das so erlebe. Oder vielleicht gibt es Oma und Opa, aber nicht jeder hat so eine Resilienzperson, wie man das nennt, gehabt. Und ganz häufig ist es so bei den Klientinnen, mit denen ich arbeite, dass beide Elternteile nicht viel körperliche Nähe geben konnten. Ja? Und dann haben wir eben zwei Komponenten. Einmal erlebe ich, dass ich nicht berührt werde, dass es keine Liebe, keine Liebe in Form von Zärtlichkeit, von Berührung gibt. Und mir wird das auch nicht vorgelebt. Das heißt, ich lerne ganz früh, wenn ich meine Eltern beobachte, da sehe ich ja, wie das funktioniert, Liebe zwischen zwei Menschen. Da sehe ich nicht kuscheln, berühren, Händchen halten, massieren, ja, sich mal irgendwie den Nacken massieren oder einen Kuss geben oder mal bestärken, auf die Schulter klopfen, über die Schulter, über den Arm streichen, all diese Dinge. Ja, das sehe ich vielleicht gar nicht als Kind oder viele haben das nicht gesehen. Ja, bei manchen gab es nicht mal einen Abschiedskuss bei den Eltern untereinander, gab es einfach gar nichts, keine Berührung. Das heißt, für mich ist das erstmal normal. Auch wenn ein Teil von mir merkt, es fehlt etwas. Ja, wir spüren natürlich, es fehlt etwas Grundlegendes.
Aber wir haben ja keinen Vergleich. Das heißt, wir wissen oft nicht, dass es eben das ist. Aber wir spüren eigentlich immer intuitiv, wenn uns was fehlt. Ja, also berührt werden, Berührung ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und es ist eben häufig so, dass wir dann später verunsichert sind, wie wir mit anderen Menschen umgehen und wie wir andere Menschen berühren. Zum Beispiel, viele haben dann Angst, andere Menschen zu berühren. Ja, wenn ich zum Beispiel erlebt habe, dass ein Elternteil, zum Beispiel Vater oder Mutter, komisch reagieren auf körperlicher Nähe oder auf den Wunsch nach körperlicher Nähe. Ja, zum Beispiel, wenn ich umarme und ich werde weggestoßen. Ja, das ist ja eine Ablehnungserfahrung, die mir große Angst machen kann als Kind. Ja, weil ich natürlich dann denke, ich habe was falsch gemacht oder ich werde vielleicht verstoßen, wenn ich sowas mache. Es ist nicht gewollt, es ist nicht gewünscht. Ich möchte meine Eltern nicht verärgern. Ja. Ich möchte, dass sie mich lieb haben, auch wenn das bedeutet, dass ich sie nicht berühren soll. Und dann ist später oft Unsicherheit. Möchte mein Gegenüber berührt werden? Darf ich berühren? Kann ich berühren? Wie viel Berührung ist normal? Und auch wenn ich berührt werde, ist es vielleicht erstmal komisch, weil ich kenne es ja nicht so gut. Vielleicht löst es was in mir aus, wenn ich berührt werde. Vielleicht Unsicherheit, vielleicht Scham, vielleicht auch Schuld, je nachdem, was ich damit verknüpft habe. Deswegen habe ich ganz oft auch Klientinnen, die sagen, ja, ich möchte ja nicht übergriffig sein, wenn ich jemanden berühre. Also viele verbinden das mit Übergriffigkeit zum Beispiel, weil sie das so wahrgenommen haben in der Familie, dass es übergriffig gewesen wäre, die Eltern zum Beispiel zu berühren. Oder aber was manche natürlich auch in Verbindung bringen, ist, dass es Übergriffigkeiten gab in puncto berührt werden. Ja, von Versorgern oder auch anderen Personen. Das heißt, manche haben auch negative Erfahrungen gemacht, weil sie zu viel berührt worden sind, ja, oder nicht in Ordnung berührt worden sind. Auch das ist natürlich ein wichtiger Grund, für Schutzmechanismen, für dass wir uns ein bestimmtes Verhalten aneignen und dass wir vielleicht Berührung, Körperkontakt einfach negativ assoziieren, negativ in Verbindung bringen. Ja, auch das gibt es. Und hier ist es natürlich auch ganz wichtig, das dementsprechend aufzuarbeiten oder zu verarbeiten an der richtigen Stelle natürlich. Und ich sage das ja so oft, dass das, was wir als allererstes in unserem Liebessystem abspeichern, dass das das ist, was wir später erwarten. Ja? Das heißt, wenn ich abgespeichert habe, dass mit den Menschen, die ich liebe, dass es da Themen gibt mit Berührung, Unsicherheiten oder dass ich nicht berührt werde von Menschen, die ich liebe oder dass ich andere nicht einfach berühren darf. Wenn das abgespeichert ist in meinem System, dann bin ich natürlich später verunsichert, wenn ich Gefühle für jemanden habe und der mich vielleicht berührt oder berührt werden möchte, weil ich dann nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Natürlich ist es dann häufig so, wenn wir selber ein Problem damit haben, dass wir uns auch Menschen suchen, die auch ein Thema damit haben. Ja, weil wenn für mich das komisch ist und ich andere nicht berühre, dann ist es natürlich leichter, wenn ich jemanden habe, der auch die Berührung gar nicht gewöhnt ist, der das dann auch gar nicht sich wünscht und dem dann auch nichts fehlt. Jetzt ist es aber häufig so, dass ich mit Menschen arbeite, die wünschen sich Berührung. Und zwar ist es so, dass ich im Ready for Love Coaching, das Single Coaching, dass ich da ganz, ganz oft Listen erstellen lasse mit den Eigenschaften, die sich die Klientinnen wünschen bei potenziellen Partnern. Und ganz viele schreiben auf: zärtlich, leidenschaftlich, liebevoll,
und kann mich berühren. So, das ist natürlich immer die absolute Wunschvorstellung. Ja, so. Und dann frage ich natürlich, okay, und wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Ja, kannst du A, die Berührung annehmen und kannst du B, auch das Gleiche zurückgeben? Und wenn man selber eben ein Thema hat mit Berührung, dann kann man das eben nicht bejahen. Ja? Und dann ist die Frage, welchen Partner man automatisch eher anzieht. Ja? Und jetzt kommt ja das Ding, weil die meisten, die zu mir ins Coaching kommen, wünschen sich natürlich einen bindungsfähigen, gesunden, ja, also in Bezug auf beziehungsfähigen, ja, gesund meine ich meine damit beziehungsfähig, ja, Partner, der so alles mitbringt. Ja, klar. Wir alle haben so eine Wunschvorstellung. Und jetzt ist es aber so, ein beziehungsfähiger, bindungsfähiger Partner, der hat höchstwahrscheinlich überhaupt kein Problem mit Berührung. Und der findet das vielleicht befremdlich, wenn der dich berührt und da vielleicht eine komische Reaktion kommt. Oder findet es vielleicht seltsam, wenn er nicht berührt wird. Und das ist ein großes Thema. Das wird oft vergessen. Also oft ist es wirklich so, dass ich dann frage, ja, wie ist es denn, wenn dich jemand dann einfach berührt und knuddelt und in den Arm nimmt und kuschelt und knuschelt und knutscht und weiß ich nicht was? Ja, nee, eigentlich kann ich das nicht oder habe ich Angst davor oder weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das ist nämlich der Knackpunkt, ja. Ich erzähle dann manchmal die Geschichte, als ich eine junge Frau war, hatte ich mal einen Freund, kurzzeitig, nicht so lang, und heute, mit dem heutigen Wissen, vermute ich, oder ein bisschen habe ich es auch mitbekommen, dass der zu Hause nicht so viel Nähe, körperliche Nähe erfahren hat als Kind. Und bei dem zu Hause gab es auch nicht Zärtlichkeiten, Austausch. Die Eltern untereinander haben sich gerade mal gegrüßt. Und der hat es, glaube ich, auch als Kind nicht genug bekommen. Und ich habe tatsächlich zu Hause von meiner Mama sehr, sehr, sehr viel körperliche Zuneigung erfahren. Das heißt, für mich ist es vollkommen normal, geknuddelt zu werden, geknuschelt, gekuschelt, in den Arm genommen und Bussis zu bekommen, auch mal ganz fest in den Arm genommen zu werden. Also das heißt, ich habe kein Thema mit körperlichem Kontakt oder körperlicher Nähe und hatte ich auch früher nicht. Und bei dem war das so, also ich habe dann gemerkt, wenn ich den zum Beispiel von hinten mal so umarme, ja, wie man das halt mal so macht, ne, so von hinten so einmal, oh, ich habe dich so gern und ich drücke dich, da ist der komplett erschrocken. Der konnte damit nicht umgehen. Der ist dann erschrocken und war irritiert und hat auch, man hat einfach gemerkt, das ist dem unwohl und der fühlt sich damit nicht wohl. Und für mich damals als junges Mädchen war das eine totale, also für mich war das ein totales Zeichen, dass wir nicht zusammenpassen. Absolut null. Ganz klar war das für mich. Für mich war klar, jemand, der keine körperliche Nähe mag von mir, der das nicht annehmen kann und der das auch nicht so geben kann, das passt für mich überhaupt nicht. Also damals wusste ich auch noch nicht viel über die ganzen Gründe und so. Aber ich habe einfach gespürt, intuitiv habe ich mich zurückgezogen und habe tatsächlich das Interesse verloren an dieser Person. Also nicht bewusst natürlich, sondern unbewusst. Für mich war das, ich habe das nicht gelernt so. Ich habe das in meinem Liebessystem nicht so abgespeichert gehabt und für mich war das wahnsinnig irritierend. Ja, das hat dann einfach auch ganz schnell dazu geführt, dass ich mich da gelöst habe. Und das Ding ist einfach, viele hätten sich wahrscheinlich dadurch abgestoßen oder abgelehnt gefühlt, ja. Also jetzt nochmal als Beispiel, hätte ich eine negative Erfahrung mit körperlicher Berührung gemacht, zum Beispiel, dass meine Eltern das nicht wollten oder zurückgeschreckt sind,
dann hätte das sein können, dass diese Erfahrung dazu führt, dass ich mich bestätigt fühle, dass das nicht okay ist oder dass ich das nicht machen darf. Da ich aber in der Selbstbewusstheit war, dass für mich das normal ist, habe ich eher gedacht, ja, der andere hat da aber ein ganz schönes Problem und ich bin damit fein, also zu mir kann der nicht passen. Was ich aber häufig eben erlebe, ist, wenn Menschen, die solche Negativerfahrungen gemacht haben mit körperlicher Nähe, sich dann trauen zu berühren und die dann vielleicht an so jemanden geraten, der damit ein Thema hat, dann probiere ich das vielleicht einmal. Das heißt, ich komme aus meiner Komfortzone raus und erlebe dann sowas, dann fühle ich mich natürlich bestärkt, dass das nicht richtig ist und werde es vielleicht nicht mehr machen. Was super, super schade ist. Ganz, 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 ganz schade. Und da möchte ich eine Sache sagen, weil oft, wenn ich mit Klientinnen arbeite, dann sagen die, ja, ich traue mich aber nicht, weil ich habe Angst vor Ablehnung. Wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, wenn ich jetzt jemanden date und der möchte das nicht oder fühlt sich dann komisch oder fühlt sich dann unwohl oder gibt mir das Gefühl, dass mit mir was falsch ist, wenn ich das mache, dann fühle ich mich abgelehnt. Und jetzt kommt natürlich die Sache. Was für einen Partner möchte ich denn? Wenn ich jemanden berühre und die Person reagiert so, wie mein altes Umfeld früher, sprich Mama, Papa, meine Versorger, wer auch immer, dann suche ich mir ja jemanden, der genauso reagiert, wie das damals schon für mich eigentlich nicht gut war. Und eigentlich ist das ja das Zeichen, dass die Person nicht mehr zu mir passt. Weil ich möchte mich ja verändern. Ich möchte ja körperliche Nähe leben und erleben und austauschen. Ja, also das ist ein ganz, ganz relevanter Punkt. So. Das heißt, wenn du sowas erlebst, wenn du gerade körperliche Nähe übst, dann heißt es nicht, dass mit dir was nicht stimmt. Also bitte nicht ins alte Muster reinfallen, sondern heißt es nur, dass der andere nicht zu deinem neuen Ich passt. Ja? Weil du möchtest ja jemanden, der Nähe erlauben kann und der sich mit Nähe wohlfühlt und der auch körperliche Nähe zulassen kann. Der sich das vielleicht sogar wünscht und der das auch zurückgeben kann. Und das ist wieder dieses alte Thema mit dem Beuteschema, über das ich ja auch so oft spreche. Natürlich suchen wir uns oft, wenn wir unbewusst sind, dann eben Menschen, die ähnlich sind wie unsere Eltern. Das heißt, es ist nicht verwunderlich, dass wir uns jemanden suchen, der dann auch nicht so mit Nähe umgehen kann oder auch ein Thema damit hat, mich vielleicht nicht berührt, auch nicht berührt werden möchte, weil ich das so kenne. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte jemand anderes kennenlernen, der das kann, dann muss ich auch bereit sein, A, das selber zu geben und B, es selber anzunehmen. Und das ist immer dieser große Aha-Moment, wenn ich dann mit den Frauen arbeite, weil dann ist es immer so, ach so, ach so, ja stimmt, klar. Weil das Ding ist ja, wenn ich jetzt jemanden möchte, der beziehungsbindungsfähig ist, dann ist es wahrscheinlich jemand, der zu Hause erlebt hat, dass das total normal ist. Jemand, der berührt wurde, jemand, der geknuddelt wurde, jemand, der gestreichelt wurde, jemand, für den das völlig normal ist, diese Dinge zu tun und der vielleicht auch gelernt hat, dass man so seine Zuneigung zeigt. Ja. So. Und das ist ja der Typ Mensch, den sich dann viele wünschen. Ja, aber der wird natürlich irritiert sein, wenn der dann seine Liebe so zeigt, zum Ausdruck bringt, berührt, je nachdem, was auch immer. Und die Gegenüberseite ist dann irritiert, schockiert, geht in die Ablehnung, geht in die Abweisung, mauert, blockt und so weiter. Also die ganzen Schutzmechanismen, die dann hochgefahren werden. Ja, und das ist, warum diese Folge auch heißt, ich wünsche mir körperliche Nähe, aber ich kann es eigentlich nicht zulassen. Ja, das heißt, eigentlich möchte ich ja so jemanden, der das macht, aber eigentlich kann ich es gar nicht aushalten. Und das ist der springende Punkt. Und da fängt es eigentlich an, sich
immer bewusst zu machen, was wünsche ich mir eigentlich von jemand anderem und kann ich das überhaupt annehmen, wenn ich das bekomme? Das ist ein Thema bei ganz vielen, auch bei anderen Sachen. Zum Beispiel, viele haben das Thema mit, ich möchte jemand, der offen über seine Gefühle sprechen kann, schaufeln aber selber alles in sich hinein und sind nicht in der Lage, ein Bedürfnis zu äußern, weil die Harmonie über allem steht. Ja, dann wird es halt schwierig, weil ein Partner, der das gelernt hat, der wünscht sich das und der erwartet es auch und der hat auch keine Angst oder kein Problem damit. Ja. Und genauso ist es mit der körperlichen Nähe. Das heißt, es geht so häufig darum, zu üben und zu lernen, dass körperliche Nähe erlaubt ist, dass es was Wunderschönes ist und dass du dir jemanden aussuchen kannst oder solltest, der das auch völlig für normal betrachtet. Und eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das zu üben, ist mit Freunden. Ja? Es gibt die Möglichkeit, Freunde zu umarmen, zum Beispiel. Ja? Und gerade wenn ich ein Thema habe mit körperlicher Nähe, dann merke ich das auch oft mit Freunden. Also viele Klientinnen, die das in der Partnerschaft haben, die haben das auch oft mit Freunden, dass sie nicht wissen, darf ich jetzt umarmen, soll ich jetzt umarmen, kann ich den anderen in den Arm nehmen, wenn der mir was Trauriges erzählt oder so. Viele sitzen dann da und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und eigentlich müsste man nur einmal drücken und sagen, hey, ich bin da. Solche Dinge. Sowas üben. Viele Menschen, die Ablehnung oder Zurückweisung in puncto körperliche Nähe entwickelt haben, die warten, wie sich die anderen verhalten. Ja, zum Beispiel die Freunde umarmen zuerst und wenn ich merke, ich werde umarmt, dann umarme ich auch. Wenn mir derjenige nur die Hand gibt, gebe ich nur die Hand. Und wenn dann so eine komische Zwischensituation entsteht, dann weiß keiner, was er machen soll, dann bleibe ich wie versteinert. Und das ist eine super Möglichkeit, um zu üben, zu sagen, ich umarme. Ich umarme. Ja? Und ich möchte die Person sein, die die Herzlichkeit ausstrahlt und die umarmt. Ja? Vielleicht kennst du das, dass du so Menschen im Umfeld hast, die einfach umarmen, jeden umarmen, sind einfach in der Offenheit, sind okay damit und die zeigen das. Das heißt nicht, dass die naiv sind oder keine Grenzen haben, sondern sie bringen eine Offenheit mit und sie geben auch körperliche Nähe, ja, natürlich nur an Menschen, die sie mögen, ja, oder schätzen, und können das zum Ausdruck bringen. Und das kannst du auch. Ja, und ganz wichtig, dass in uns, wenn wir so ein Thema haben, sind ja oft so verletzte innere Kindanteile. Ja, die verletzten Anteile sind die, die nicht umarmt wurden, obwohl wir es eigentlich verdient haben. Ja, also dieser Anteil, der gemerkt hat, irgendwas stimmt hier nicht, als ich aufgewachsen bin. Ich sehne mich nach etwas. Ja, und oft ist es ja so als Kinder, dass wir das dann akzeptieren und einfach sagen, ja, okay, mit mir stimmt halt was nicht oder ich habe es nicht verdient oder. Und das ist ja eine Unwahrheit. Jedes Kind hat es verdient, geliebt zu werden, geknuddelt zu werden. Jedes Kind. Und du auch. Ja, und es ist nicht deine Schuld, dass, wenn es dir so gegangen ist, dass es eben nicht da war, dass es nicht da war. Und diesem Anteil kannst du jetzt zeigen, dass du umarmt werden darfst, dass du geliebt werden darfst, dass du körperliche Zuneigung verdient hast und dass du auch körperliche Zuneigung geben darfst. Und dass es Menschen gibt, die sich das so sehr von dir wünschen und sich darüber freuen und sich dadurch geliebt und gewertschätzt fühlen. Und es gibt natürlich diesen inneren Kindteil in uns, der eine wahnsinnige Genugtuung erfährt, wenn diese Ungerechtigkeit aufgehoben wird. Und wenn dieser innere Kindanteil oder ein inneres Kind sieht, hey, ich werde umarmt und ich werde geknuddelt und ich werde geliebt und ich darf das geben. Das ist so, so schön. Es gibt übrigens so eine wundervolle innere Kind-Meditation, die ich für dich aufgenommen habe. Die kannst du dir für 0 Euro auf meiner Webseite
runterladen. Die heißt Schließe Freundschaft mit deinem inneren Kind. Und da geht es auch ganz, ganz viel um die Bedürfnisse in deinem tiefsten Inneren zu spüren und dich wieder mit deinen eigentlichen Anteilen, deiner Intuition zu verbinden. Genau. Aber jetzt nochmal zum Thema. Wenn wir als Erwachsene neue Lernerfahrungen machen, das heißt, wenn ich mit einem neuen Partner oder einem Datingpartner eine positive Erfahrung mache in puncto körperliche Nähe, dann speichert mein System ja was Neues ab. Das heißt, wenn ich jemanden berühre und es wird positiv angenommen oder wenn ich mich berühren lasse und ich kann das genießen, dann lerne ich neu und dann entstehen neue Verknüpfungen. Und je mehr ich das mache und übe, desto besser und schöner wird es und desto mehr und mehr kommst du wieder zurück zu deinem eigentlichen Ursprung. Ja, denn es ist eigentlich wundervoll natürlich für uns Menschen, dass wir Berührungen annehmen und geben können. Und das kannst du auch lernen. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr, sehr gut, das mit Freunden zu üben. Und ich habe auch manchmal Klientinnen, und das finde ich immer sehr, sehr mutig und toll, die anfangen, ihre Familienmitglieder einfach zu umarmen oder ihnen liebevolle Dinge zu sagen. Das passiert ganz häufig, wenn ich mit Klientinnen arbeite, dass sie dann mir erzählen, dass sie jetzt einfach anfangen, den Papa oder die Mama immer zu umarmen, auch wenn es das nie gab. Ich habe teilweise Klientinnen, die haben das jetzt so eingeführt, dass sich jetzt plötzlich alle Familienmitglieder umarmen und das war früher nie der Fall. Also so eine wunderschöne Erfahrung, die viele da machen. Klar, das ist nicht in allen Familien möglich, aber ich fand das einfach so wunderschön, was da passiert ist. Und dadurch machen wir natürlich auch nochmal total schöne Erfahrungen. Ja, wenn in der Herkunftsfamilie, in der das nicht geklappt hat, die Eltern oder die Geschwister oder vielleicht auch alle dann doch noch gewillt sind, umzulernen oder was Neues zu lernen. Und das ist einfach wunderschön. Und ich möchte dich einfach nochmal darin bestärken und dir sagen, wenn du unsicher bist, körperliche Nähe, jemanden berühren und berührt werden, ist normal. Und es ist total in Ordnung, die eigene Liebe darüber zum Ausdruck zu bringen und auch von anderen anzunehmen. Ja? Natürlich von Menschen, wo ich das möchte. Ne? Dann möchte ich auf jeden Fall auch noch darauf hinweisen, dass es Menschen gibt, die mit Körperkontakt Erfahrungen gemacht haben, die schmerzhaft waren. Ja? Und die vielleicht auch sehr unangenehme Erfahrungen gemacht haben mit Körperkontakt und deswegen Probleme haben, körperliche Nähe zuzulassen. Und da ist es einfach wichtig, da eine Anlaufstelle zu suchen, im Idealfall eine Therapie, wo man das aufarbeiten kann. Das wäre auch ganz, ganz wichtig. Ja, das gibt es nämlich auch, ja, dass wir Gewalterfahrungen oder Dinge in der Art erlebt haben und deswegen ein nicht ganz stabiles Verhältnis zu körperlicher Nähe haben. Und da ist es auch ganz wichtig reinzuspüren, ja, könnte das bei mir der Fall sein und sich dann da auch an jemanden zu wenden, der das im Idealfall therapeutisch mit mir aufarbeiten kann. Ja. Wie gesagt, es ist so schön, über körperliche Nähe Dinge zum Ausdruck zu bringen. Und ich wünsche mir so sehr für dich, wenn das ein Thema ist bei dir, dass du da hinkommst. Ja? Egal, welcher Weg für dich der richtige ist. Ja? Ob du jetzt einfach anfängst zu üben oder ob vielleicht eine Therapie da der richtige Weg ist. So oder so. Ich hoffe von Herzen, dass dir diese Folge weitergeholfen hat. Wenn ja, kannst du gerne diesen Podcast bewerten. Und wenn du mehr von mir hören oder sehen möchtest, dann kannst du mir auch gerne auf diversen Kanälen folgen. Mein größter Account ist derzeit bei Instagram, wo ich auch sehr viel teile,
sehr viele Tipps gebe. Du findest mich aber auch auf Facebook oder auf YouTube. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag oder Abend oder Nacht, wann auch immer du diese Folge hörst. Und vielleicht hören wir uns bald wieder. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Alles Liebe. Und nicht vergessen, es ist deine wahre Natur, zu lieben und geliebt zu werden. Du wünschst dir eine Partnerschaft so sehr, aber gleichzeitig plagen dich deine Gedanken. Du hast das Gefühl, du bist einfach nicht gut genug. Vielleicht denkst du, du bist zu dick, du bist zu alt. Du hast verschiedene Dinge, die du mitbringst, weshalb sich andere Menschen nicht für dich interessieren. Und vielleicht hast du auch schon eine kleine Gewohnheit entwickelt, die dich immer wieder dazu bringt, dass du mehr darüber sprichst, wie schlecht es dir doch eigentlich geht, du aber nicht wirklich ins Handeln kommst, obwohl du dir so sehr eine Partnerschaft wünschst. Wenn es dir so geht, dann lade ich dich herzlich ein, meinen kleinen Minikurs runterzuladen, den ich für dich erstellt habe, und der kostet dich keinen Cent. Auf meiner Webseite stellaschuldner.com unter dem Punkt für dich kannst du dir meinen Minikurs mit Mini-Workbook runterladen. Raus aus der Opferrolle und rein ins Dating heißt der, und der hat schon so vielen geholfen. Ich wünsche mir von Herzen, dass er auch dir hilft. Also zöger nicht und lade ihn dir runter.